Hinter mir findet ein Brückenbau-Workshop statt, bei dem Mädchen 2 Stunden Zeit haben, eine Brücke zu bauen. Durch praktisches Ausprobieren versuchen wir, dass man auch MINT-Berufe, zum Beispiel Informatik und auch Naturwissenschaften, kennenlernen kann. Sodass hier einfach der Treffpunkt für die Mädchen, die an der Girls Academy teilnehmen, sein wird. Die Girls Academy ist ein gewisser Safe Place für die Mädchen. Sie können hier sich im Bereich der MINT-Fächer ausleben und schauen, okay, was gefällt mir hier, welche Geräte kann ich mal nutzen, welche Programme. Und das Schöne ist, dass sie sich in die MINT-Bereiche selber einarbeiten können und schauen können, wo die Interessen im Endeffekt liegen. Ich finde das toll. Also ich habe selbst Maschinenbau studiert und ich war eine von 3 Mädchen von 150. Und ich fände es schön, wenn wir da ein bisschen in solchen Berufen ein bisschen das Verhältnis hochbringen und dass da viele auf solche interessante Berufe auch kommen für Mädchen.